Hallo in Lauenburg und in der großen weiten Welt. Kennt ihr das Osterlachen? Für mich gehört es zum Ostergottesdienst dazu, genauso wie die Osterkerze und das Licht, das allmählich in die Kirche hineingetragen wird und immer mehr den Raum erfüllt. Es gehört für mich zu Ostern, dieses Lachen, dieses befreiende Lachen, vielleicht auch dieses laut schallende Lachen mitten im Gottesdienst. Gottesdienste sind manches Mal sehr ernst, oft zu ernst. Und auch das ist ein Grund, warum schon seit Jahrhunderten diese Praxis des Osterlachens existiert. Schon vor Jahrhunderten haben Priester, Pastoren versucht, ihre Gemeinde an Ostern aufzuheitern, mehr oder weniger gelungen mit Witzen oder anderen Kunststückchen, um die Botschaft rüberzubringen, nämlich dass der Teufel besiegt ist, dass das Böse besiegt ist und dass wir allen Grund zum Lachen haben, auch wenn die Umstände von Osterfest zu Osterfest variieren und nicht immer die besten sind. Auch in Lauenburg praktizieren wir seit einigen Jahren das Osterlachen. Manche freuen sich schon darauf, schon lange. Ja, der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg über den Teufel durch die Auferstehung Jesu Christi, das ist doch die zentrale Botschaft unseres Glaubens. Aber am Anfang sah es anders aus. Am Anfang war nicht Halleluja, am Anfang war Furcht und Entsetzen. Die drei Frauen am Grab, Maria aus Magdala, Maria die Mutter und Salome, sie waren nicht in der Lage, den Jüngling, wie es in der Bibel heißt, den hell leuchtenden Engel zu erkennen und zu verstehen, was er sagt und was er ihnen weitergibt. Sie entsetzten sich, heißt es. Sie fürchteten sich und sie flohen. Das ist der Anfang von Ostern. Der Anfang des Glaubens an den Auferstandenen, der Anfang des christlichen Glaubens ist nicht ein Jubel, sondern Angst und Furcht. Gut, dass es so ist. Gut, dass der christliche Glaube, dass er hier in den Sorgen und Zweifeln unserer Welt begründet ist, aber hier eben auch nicht stehen bleibt, sondern weiterblickt. Vor der Ostergeschichte ist die Geschichte der Grablegung Jesu. Und da ist ein Jünger Jesu, der sonst überhaupt nicht groß in Erscheinung tritt, den ich bewundere, so wie ich alle Menschen bewundere, die zum Teil selbst Kopf und Kragen riskieren, um für die Wahrheit, die sie erkennen, für die Gerechtigkeit, für die Liebe, sich einzusetzen. Dieser Josef von Arimathea, er stellt die Grabstelle zur Verfügung für Jesus. Und natürlich muss das ja auch ordentlich zugehen. Geht er zur zuständigen Behörde und lässt sich das okay geben. Es hätte auch anders kommen können. Wir erinnern uns, wie sehr sich Petrus gefürchtet hat, als er Jesus verleugnet hat und andere, die ihn alle nicht mehr kennen wollten, als es brenzlig wurde. Dieser Josef, er stellt einfach sein Grab zur Verfügung. Einfach so. Und im Osterwitz bedenken wir die kleine Legende, die ich sehr liebe, dass es in seiner Familie darüber großen Streit gab. Wie kannst du nur, Josef? Das ist doch hier auf Dauer. Und wie sollen wir unsere Familie begraben? Und Josef sagt ganz cool, nun regt euch doch darüber nicht auf. Das ist doch nur übers Wochenende. Auch der jüdische Humor, der jüdische Witz, es ist mehr als nur sprichwörtlich. Und ich glaube, das jüdische Volk hätte ohne das Lachen, ohne das befreiende Lachen, manche Zeiten noch viel schwerer, wenn überhaupt, überstanden. Dazu
Auch die kleine Anekdote, dass ein russischer Jude die Ausreise nach Israel beantragt. Natürlich wird er verhört und ein staatlicher Kommissar fragt ihn, wozu wollen Sie denn nach Israel? Der Jude antwortet, ich will dort Hebräisch lernen. Im Reich Gottes, im Himmelreich, da spricht man doch Hebräisch, oder? Und der Kommissar fragt ihn, und was ist, wenn du nicht in den Himmel kommst, sondern in die Hölle? Und der Jude sagt ganz einfach, das macht nichts. Russisch ist doch meine Muttersprache. Vom Dunkel ins Licht, vom Furcht und Zittern zu einem Vertrauen und zu einem Stand im Leben, der alles übersteht. Maria aus Magdala, Maria die Mutter Salome, sie werden die ersten Jüngerinnen Jesu, auch wenn später diese Geschichte als eine Männergeschichte erzählt wird. Am Anfang waren diese drei Frauen, die als erste die Wahrheit, das göttliche Licht der Auferstehung in ihr Herz gelassen haben und ihr Leben verwandeln ließen. Und wenn es je einen Beweis für die Auferstehung gäbe, ein Beweis ist ja nun etwas mit menschlich-wissenschaftlichen Kategorien. Wenn es das gäbe, dann ist es für mich die Tatsache, dass nur wenige Tage nach der grausamen Kreuzigung Jesu Hunderte von Menschen, die in tiefstem Leid waren, weil ihr Leben, Jesus Christus, gekreuzigt wurde, dass diese Menschen wenige Tage nach Jesu Kreuzigung jubelten, sich freuten, hinausgingen in die Welt, Gott priesen, Gottesdienste feierten und die erste christliche Gemeinde ins Leben riefen, die sogenannte Urgemeinde. Einen größeren Beweis gibt es für mich nicht. Aber auch, wie Menschen wie Petrus und Paulus sich verwandeln ließen und auch der Tod für sie letztlich zweitrangig war, im Vergleich dazu, dass sie nun bei Christus in sein Reich kommen. Auch für Stephanus, wie man sagt, den ersten christlichen Märtyrer, aber auch 1945 für Dietrich Bonhoeffer. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Fragt der Engel die Jüngeren. Eine Frage, die uns auch heute gilt. Was sucht ihr Christus bei den Toten? Warum stellt ihr scheinbar alles an oberster Stelle, was uns Sorgen macht, und vergesst allzu leicht, dass Christus den Tod besiegt hat? Natürlich möchte ich nichts verharmlosen und jeden Tag, wenn ich die schrecklichen Bilder aus der Ukraine sehe, kommen mir die Tränen. Es ist unsäglich, was dort geschieht. Wenn ich mir bedenke, was der Klimawandel alles anrichten kann, auch da habe ich große Sorgen. Aber mit Jesus Christus, mit dem Auferstandenen, mit ihm haben wir einen anderen Stand. Mit ihm haben wir eine andere Möglichkeit, eine viel lebendigere Möglichkeit, den Problemen dieser Zeit zu begegnen. Nein, sie sind nicht aus der Welt durch die Auferstehung. Aber wir gehen anders damit um. Wir haben eine andere Haltung und wir wissen, dass wir Menschen in allem eben auch Fehler machen, irren können und dass es Wege da gibt, wo wir ohne den Glauben keine Wege sehen können. Jesus Christus ist uns den Weg vorangegangen und so dürfen wir den Tod auch auslachen und auch die scheinbar Mächtigen dieser Welt, besonders der eine, der uns im Moment so sehr beschäftigt, an ihren Platz stellen, den sie haben und kein bisschen mehr. Und so stellt sich Putin eines Morgens auf den Balkon seines riesigen Anwesens und begrüßt die Sonne. Guten Morgen, liebe Sonne. Daraufhin antwortet die Sonne. Guten Morgen, geschätzter Wladimir Wladimirowitsch Putin, oberster Führer des neuen sowjetischen Reiches,
erster Konsul der Ukraine, Ratsmarschall von Kasachstan und Beschützer Weißrusslands. Der Tag vergeht und am Abend geht Putin wieder auf seinen Balkon. Und er ruft zur Sonne, bis morgen, liebe Sonne. Und von der Sonne kommt zurück, du kannst mich mal, ich bin jetzt im Westen. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Bleibt alle gesund, bleibt alle behütet.